Die ist crazy, wir können rein. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Was geht ab an diesem interessanten Tag? Also diese Videos check ich auch gar nicht, ne? Ja, lass bitte. Bist du der Hauptentrepreneur dieses Videos? TikTok, eine Plattform der Eleganz. Was ist das für ein Platz? Markus? Eine neue... Machen wir weiter. Plattform, die die Jugend scheinbar prägen soll. Hast du schon mal was davon gehört? Digga, ja. Mein Partner und ich haben uns dazu entschieden, der Plattform auf den Grund zu gehen und die tiefen Analysen des Geschehens auf dieser Plattform nachzugehen. Ja, gucken wir es dann auch. Die ich mir von keinem Typen der Welt jemals gefallen lassen werde. Das ist 0:28, ich habe nichts Besseres zu tun. Kackball! Ich wäre ganz genau, was ich hätte mir nehmen. Wenn generell irgendeine Person eine sexistische Sache sagt. Mir ist es egal, wenn wir gerade mit deinen ganzen Freunden sind, ich sag was. Und ich sag auch sowas, dass die das alle hören. Oh, yeah! Nein! Oh my god! Die ist crazy! Die ist crazy! Die braucht noch Girl! Wenn ich mich jemals wie eine Option fühle, bin ich weg. Nee, ich bin höher, guys! Aus Spaß beleidigen, okay. Aber wenn es ernst wird. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich muss mir gerade die ganze Zeit deine Storys darüber anhören, wie du fast Fußballer geworden bist. Und du lässt mich nicht ausreden, wenn es dann einmal um mich geht. Ich kenn's! Fußballer? Ganz, ja, ich wollte Fußballer, aber ich hatte mich halt Kreuzbandriss. Natürlich, nein, ich war einfach nur extrem beschissen und hat gespannt. Es lassen. Wenn ich beim zweiten oder dritten Mal merke, dass ich bei irgendeiner Sache angelogen werde, dann bin ich auch evaporiert. Wann warst du das letzte Mal? Bruder, was ist ein schlaues Wort? Evaporiert. Die letzten drei Tage. Ich persönlich bin der Meister der Evaporage. Wieso gebe ich dir das Gefühl, dass du mich anlügen musst? Jana Claire, du sprichst mir wirklich aus der Seele. Period. Und ich glaube, jeder, der selbst schon öfter in der Situation war, sich zu evaporieren, der weiß ganz genau, wovon sie hier redet. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was sonst noch so abgeht auf der Plattform, oder? Hätte man nicht machen müssen, hätte man auch nicht, hätte, wie du hättest so zu Ende sein können. Selten sowas berühren. Ich möchte nicht mehr. Und es Digga, was war das? Wusstest du, dass ich Rapper bin auch? Willst du mal eins hören? Ich sah dich, Girl. Ich kann es nicht! Du sahst mich, Girl. Heute sitz ich allein in meiner Straße, Girl. Ich kann es nicht. Digga, das ist doch nicht. Das ist so shitty, ey. Du hast vorhin noch gesagt, du hast Angst, dich in der Öffentlichkeit zu blamieren, Digga. Boah, aber was hast du ernst gemeint? Findest du das nicht gut, oder was? Alter, das ist wie so ein Schulprojekt-Ding, Digga. Aber du hast es ernst gemeint. Nee, nee, nee. Cooler Übergang. Ich hab grad geschlafen, aber das soll unsere Laune auf gar keinen Fall kaputt machen. TikTok in der Nutshell. Denn es gibt einen neuen Obsthall. Party People, wir sind wieder bei einem neuen Video. Bruder, war er ist so verwirrt. Der wird nicht gesagt, der hat gesagt, wir stellen die Kamera auf und du machst mit. Und der wird nicht gewusst, worum es geht. Schlafen aber davon. Lass uns die Laune nicht verderben. Wir haben nämlich ein neues Gemüsehaul für euch. Dies sind tropische Tomaten aus den Früchten der tropischen Gesellen. Wie viel Geld hast du auf deinem Konto? 300. Alles klar, folgst du mir? Ja. Echt jetzt? Ja. Zeig mal her. Oh, danke schön. Das heißt, ich würde euch jetzt was im Wert bis zu 300 Euro kaufen. Ey, wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Minus 50 Euro. Folgst du mir? Ja, warte. Zeig mal her. Tatsächlich, krass. Ey, du schuldest mir 50 Euro. Business Bitches. Wir haben jetzt auf deiner Startseite von TikTok ein paar Trends analysieren können, was auf der Plattform so abgeht. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal kurz bei mir rein. Yeah. Content! Ich glaube, ich bin im richtigen Algorithmus gelandet. Du solltest mal deine Verhaltensweisen überdenken. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Video mit Tom Sperm. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir die aktuellen TikTok-Trends hier wieder neu erlernen konnten. Ich nicht. Und ich freue mich vor allem darauf,
wenn wir das nächste Mal den Analysepart durchführen. Damit zurück zu deinem Rap-Video. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Verpisst euch! Meine allerjudsten, schaut gerne bei Tom seinem Channel. Auf gar keinen Fall!